Ludwigsplatz und Ludwigskirche Saarbrücken sind aus keiner Touristenführung wegzudenken. Täglich lassen sich Besucher aus aller Welt über Stil und Besonderheiten der Architektur informieren. Kunsthistoriker bezeichnen den Ludwigsplatz übereinstimmend als eine der schönsten barocken Anlagen nördlich der Alpen. In dem Sakralbau hat Baumeister Friedrich Joachim Stengel alle wesentlichen Einflüsse seiner Studienreisen nach Italien, Frankreich und innerhalb Deutschlands verarbeitet. Die Ludwigskirche Saarbrücken sollte zum Vorbild für andere evangelische Gotteshäuser werden. Stengel sah sich Ende 1761 vor zwei Aufgaben gestellt. Es sollte eine lutherische Kirche für den Saarbrücker Hof und die Gemeinde der Residenzstadt entstehen. Die mittelalterliche Schlosskirche war längst zu klein geworden. Für den Bauherrn Fürst Wilhelm Heinrich war es keine Frage, dass der Architekt des Saarbrücker Schlosses auch die Vorstellung des Landesherrn vom Bau einer Place Royale und einer dazu passenden repräsentativen Kirche verwirklichen würde. Im Zuge einer Stadterweiterung sollte der Ludwigsplatz die westliche Begrenzung des damaligen Saarbrücken bilden. Wie das Corps de Logis eines Schlosses wirkt die Hauptfassade von der Wilhelm-Heinrich-Straße aus betrachtet. Ganz nach dem Wunsch des fürstlichen Bauherrn. Sein Medaillon beherrscht die Nordfassade. Die Einweihung der Kirche 1775 erlebte Wilhelm Heinrich allerdings nicht mehr. Er starb 1768. Sein Sohn und Nachfolger Fürst Ludwig ließ den Kirchenbau trotz angespannter Finanzen weiterführen. Inschriften über dem Hauptportal künden vom Wirken der beiden Landesherren. Ironie des Schicksals, dass die Kirche schließlich nicht nach dem Auftraggeber, sondern nach Fürst Ludwig benannt wurde, der den Stengelbau vollenden ließ. So etwa hat man sich die damalige Farbgebung der Ludwigskirche und der Häuser rings um den Platz vorzustellen. Ein Modell des Stengelforschers Dieter Heinz macht die ockerfarbenen Töne auf weißgrauer Bemalung deutlich. Anfang dieses Jahrhunderts wurde der Anstrich entfernt und seither präsentiert sich die Kirche natursandsteinfarben. Vor der Ludwigskirche hatte Stengel bereits etwa 10 Gotteshäuser gebaut. Von wenigen Ausnahmen abgesehen, favorisierte er den Typ der Breitsaalkirche, wie er sich im protestantischen Kirchenbau seit dem 16. Jahrhundert entwickelte. Der Grundriss zeigt eine symmetrische Kreuzform. In der Mitte die Kanzel, das Zentrum protestantische Gottesdienste. Die Bänke gleichmäßig um sie herum angeordnet. Das Erstaunliche ist, dass all diese Eigentümlichkeiten, die die Ludwigskirche in Saarbrücken auszeichnen, im Grunde genommen aus dem Lebens- und Werdegang Stengels heraus zu erklären sind. Stengel ist mit einem der großen, bedeutenden protestantischen Zentralbaukirchen aufgewachsen, der Trinitatiskirche in Zerbst. Der ist ja 1694 in Zerbst geboren. Ein Bau, der dann richtungweisend wurde auch für andere protestantische Kirchen. So zum Beispiel in dem einen Werk von Leonhard Christoph Sturm abgebildet ist, als ein Musterentwurf geradezu. Und wenn wir uns klar machen am Grundriss der Ludwigskirche, dass es sich da ja um ein modifiziertes griechisches Kreuz handelt, so ist auch diese Trinitatiskirche in Zerbst ein Bau aus dem griechischen Kreuz heraus entwickelt mit Konzentration der Bankreihen auf den Altar in einem Kreuzarm. Ein Ergebnis also vieler Einflüsse, von denen sich Stengel im Laufe von Jahrzehnten inspirieren ließ. Die lutherische Pfarrkirche Berlin war sicher eine der ersten, die in ihm sein späteres Kirchenbaukonzept reifen ließen. Stengel kannte auch den Entwurf des gotheischen Hofarchitekten Krone für die Marktkirche zu Eisenach. Auch hier ein Breitsaalkonzept mit Altar und Kanzel im Zentrum und eine gegenüberliegende Fürstenloge, ähnlich wie in der Saarbrücker Ludwigskirche. Leonhard Christoph Sturms Entwurf einer evangelischen Kirche zu Beginn des 18. Jahrhunderts beeinflusste sicher ebenfalls Stengels Baukonzept. Verblüffend übrigens die Ähnlichkeit der Fassade der Ludwigskirche mit der Fassade der Kathedrale Saint-Pierre in Rennes, Bretagne.
Der Saarbrücker Barockbaumeister zog bei der Gestaltung der Hauptschauseite alle Register seines Könnens. Auf vielfältige Weise verknüpfte er bestimmte Motive und Themen miteinander. Vielleicht ließ er sich auch von Michelangelo inspirieren. Denn an der Peterskirche in Rom finden sich ähnliche Gestaltungselemente. Das, was die Ludwigskirche auszeichnet, diese strenge, klare, im Relief flache Architektur, wird ja nun bereichert durch ein ganz köstliches Rocaille-Ornament, das so fein, so delikat und elegant ist, dass es in dieser Art, glaube ich, an einem Außenbau einer protestantischen Barockkirche nichts Vergleichbares gibt. Die 28 überlebensgroßen Figuren auf der Balustrade der Ludwigskirche sind vom Symbolgehalt her alle aufeinander abgestimmt. Außer den 12 Aposteln hatte Stengel neben den christlichen Tugenden Glaube und Liebe auch Hoffnung, Gerechtigkeit, Wahrheit und Frieden in Stein hauen lassen. Tugenden, die übrigens auch dem Fürsten zugeschrieben wurden. Die Statuen sollten nach dem Willen der Erbauer auch dem öffentlichen Lobe Gottes dienen und die Gläubigen, wie es hieß, so oft sie ihrer ansichtig wurden, zu Selbsterkenntnis und tugendhaftem Lebenswandel anleiten. Für jeden der 4 Evangelisten hatte sich Stengel einen besonders exponierten Standort ausgedacht. Eine Nische an der Nord-, Ost-, Süd- und Westfassade. Kunsthistoriker merken an, dass sie keine andere protestantische Kirche mit der Darstellung barbusiger Frauen kennen. Über dem Haupteingang halten solch anmutige Wesen das Wappen der Grafschaft Nassau-Saarbrücken. Weiß man um die besonders ausgeprägte Beziehung des Fürsten Wilhelm Heinrich zum weiblichen Geschlecht, wird dies vielleicht verständlich. Dieses Palais am Ludwigsplatz finanzierte er seiner Maîtresse, der Madame de Freital. Von ihr und dem amourösen Verhältnis zu ihrem Fürsten ist folgende Begebenheit überliefert. Man erzählt sich von dem Palais Freital folgende Geschichte. Die Frau von Freital war eine der Geliebten von Wilhelm Heinrich. Er hatte mehrere dieser Art. Und das war auch der Bevölkerung nicht unbekannt geblieben. Und eines Tages hatten die beiden sich mal ein bisschen zerstritten, sehr zur Freude der Bevölkerung. Nun war Wilhelm Heinrich in Paris und brachte ihr ein sehr schönes dunkelblaues Kleid mit weißen Rüchen, sei es ausgestattet gewesen, mit und ließ ihr es schön wieder überreichen. Und sie wähnte sich wieder in fürstlicher Gunst und zog es siegesbewusst zum nächsten sonntäglichen Gottesdienst an. Das hätte sie besser nicht gemacht. Man erzählt sich, dass die anderen Geliebten in dem Kleid gleicher Machart angekommen wären. Die Ludwigskirche muss man bis zum letzten Detail als Entwurf eines einzigen Künstlers ansehen. Baupläne bezeugen, dass alles vom Holzschnitzwerk über die Stuckatur bis zum Türschild nach Stengels Ideen ausgeführt wurde. Zudem hatte der Saarbrücker Barockbaumeister noch im rechten Maß entworfen. Das heißt, nach einem uralten Planverfahren, das erst mit der neueren Mathematik und der Reißschiene in Vergessenheit geriet. Ein solches Werk wie dieses Barockwerk ließ sich wirklich nur planen und verwirklichen, wenn alles im Grunde sehr genau festgelegt war. Das trifft also hier für Stengels Werk, wie wir wissen, mit Sicherheit zu. Das heißt also, Dinge wie die schwingenden Gesimse, die Gesamtproportionen, alles, was maßlich festlegbar war, ist hier tatsächlich von Stengel maßlich festgelegt gewesen, und zwar nach einem großen Gesamtkonzept. Stengel hat noch in der alten Kreisgeometrie gearbeitet, also an sich in der Planungstechnik, die seit langer Zeit, seit Jahrhunderten, um nicht zu sagen seit Jahrtausenden, gewachsen war. Die Ludwigskirche ist entworfen in dem großen Kreis, wie ich vor Jahren mal feststellte, der sich beschreiben lässt durch seinen Durchmesser. Der beträgt nämlich in Stengels Maßeinheit 2 mal 2 mal 2 mal 3 mal 3 mal 3, das ist 216. Auf diesem Kreis ist alles aufgebaut. In diesem Kreis ist ein 12-Stern gemacht und die Proportionen dieses 12-Sterns teilen sich dann dem Bau bis zum kleinsten hier mit. Das geht so weit, dass auch die winzigen Gesimse, wie ich bereits sagte, davon erfasst sind. Die Kanzel beispielsweise oder auch die Orgel sind, und ohne das wäre ihre Wiederherstellung überhaupt nicht in dieser Qualität möglich gewesen, wenn man die Zeichnungen ansieht, sozusagen ein halbes Mathematikbuch. Das heißt, jede Kurve ist genau mit Zirkel und Lineal in bestimmten Proportionen, die im Rahmen des Gesamtwerkes Stengels liegen, hier festgelegt. Das macht also das Große dieses Werks aus,
dass also ein unglaublich großer Gefühlseindruck da ist, der aber von der Ratio voll kontrolliert ist. Das ist eigentlich das Große, diese Harmonie zwischen Gefühl und Geist. Man darf davon ausgehen, dass Stengel auch die Gesetze der Akustik gut kannte. Der Hausorganist der Ludwigskirche, der saarländische Kunstpreisträger Professor Theo Brandmüller, ist des Lobes voll über die Klangqualität der Barockorgel und die musikalische Gesamtwirkung im Innenraum der Kirche. Längst ist die Ludwigskirche nicht mehr nur ein Ort für traditionelle Kirchenmusik. Die Kirchengemeinde Altsaarbrücken hat sie geöffnet für Veranstaltungen wie die Saarbrücker Perspektive du Théâtre. Proteste gegen eine mögliche Entweihung der altehrwürdigen Barockkirche hielten sich bisher in Grenzen. Bei der nicht immer rein kirchlichen oder musikalischen Nutzung des Stengelbaus dürften solche Auftritte auch in Zukunft die Ausnahme bleiben. Allerdings ist die Kirchengemeinde wegen der weiteren Restaurierung auf jede Mark angewiesen. Denn noch immer fehlen so wichtige Elemente wie die zwei Seitenemporen und eine Reihe von Frauenstatuen, Karyatiden genannt, die wie die gesamte Innenausstattung der Kirche im letzten Krieg in Schutt und Asche fielen. Für 1994, wenn sich der Geburtstag Stengels zum 300. Male jährt, hoffen die Verantwortlichen, dass sich der Innenraum der Kirche wieder wie auf diesen Vorkriegsfotos präsentiert. Also großer Wunschtraum ist, bis 1992 sind wir fertig. Und das müssen wir auch. Wir haben 1993 einen Geburtstag hier mit zu feiern. Und wenn wir hier an Jubiläen herangehen, sollten wir, damit die Menschen es doch besser verstehen, was damals gebaut wurde, eben ein geschlossenes Werk wiederherstellen. Und nicht ohne Grund sind Ludwigsplatz und Ludwigskirche ein Unikat und ein Denkmal von Weltbedeutung. Hier handelt es sich auch um eine gemeindliche Aufgabe. Wir müssen verstehen, wer wir sind. Das können wir besser, wenn wir wissen, wo wir herkommen, auch theologisch. Beim Wiederaufbau kriegszerstörter Baudenkmäler ist wohl kaum so lange und so kontrovers diskutiert worden wie bei der Rekonstruktion der im Oktober 1944 ausgebrannten Ludwigskirche Friedrich Joachim Stengels. Aber kein Politiker oder Kunsthistoriker bezweifelt inzwischen, dass es richtig war und ist, Millionen für eine stilgetreue Restaurierung der Ludwigskirche auszugeben. Schließlich erfreut sich Stengels Hauptwerk auch international gesehen eines hohen Ansehens. Meine Damen und Herren, wir laden Sie jetzt ein zu einer ganz intimen Begegnung mit zwei bedeutenden Künstlerinnen. Mit Maria Wimmer, einer der letzten großen Tragödinnen der deutschen Bühne, und mit Gertrude Stein, in die sich die Schauspielerin Maria Wimmer verwandelt. Es ist jene Gertrude Stein, die als junge Frau aus Amerika nach Paris kam und in diesem Paris des beginnenden 20. Jahrhunderts zur großen Anregerin der gesamten künstlerischen Avantgarde wurde. Die alternde Dichterin Gertrude Stein schaut auf ihr Leben zurück und gerät in ein ganz intimes Plaudern über all die künstlerisch bedeutsamen Begegnungen mit jungen Malern und Schriftstellern, deren Namen damals noch unbekannt waren, aber die heute weltweit berühmt sind. Aber auch Klatsch und menschlich allzu menschliches mischen sich ein in dieses Erinnerungsfurioso, dessen Zeuge sie nun werden, mit Hilfe der grandiosen Schauspielerin Maria Wimmer.